Guten Tag, Leute, hier spricht euer Berg. So, Leute, wenn man noch ein Level besser gewesen wäre, ich könnte mir vorstellen, dann hätten wir ihn besiegen können. Hätten wir wahrscheinlich zum Ende, zum fünften Team kommen können. Könnte ich mir vorstellen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen leveln, Leute, und natürlich auch noch mal den Minotaurus mal an. Kann ich dir heute behilflich sein? Ich habe seit Jahren in diesem Wald gejagt. Ich werde ihn nicht verlassen. Ich werde hier bleiben, während er wieder gesundet. Ist noch genug Wild für die Jagd vorhanden? Einige Wildtiere sind geblieben. Andere kehren wieder zurück. Aber ich muss mich selbst schützen. Die Kadaver ziehen Wolfsrudel an. Und dann sind da noch die Banditen, die in den Wäldern nach leichten Opfern suchen. Also, ich soll sie alle in die Unterwelt schicken? Keiner der Banditen darf am Leben bleiben. Ist gut, ich mache es. Das freut mich zu hören. Chere. Helfen aber weit weg eigentlich für das, ja, das Hauptquartier von den Banditen. Aber ich glaube noch so, wenn man noch ein Level aufsteigen, Leute, und eventuell den Minotaurus anfangen, Leute, wo man ja wahrscheinlich ein gutes Level haben wahrscheinlich, Leute, muss man sagen. Und dann angreifen, wo wir ja dann unser Brustpanzer werden wir dann anders anziehen müssen und dann sozusagen Alter, das ist das Einzige, was immer nervt, wenn dann zu viele Gegner sind, oder die Gegner, aber sozusagen tierisch und schwer, Leute. Bei den Tieren ist das immer ein bisschen schwer, wenn man gegen 3, 4 gleich gegen, sozusagen gegen Schweine geht eigentlich, aber gegen die Luchse. Wenn die Lux dann noch kommen, oh Mann, das ist dann ein bisschen klein Problem. Aber die Luxe brauchen wir, die Lux braucht man immer noch gefangen oder für die Lux. So, also das heißt, wir brauchen noch Luxe. Hämmer die Quette nehmen? Ja, doch. Ja. Das ist halt das Problem, wenn die Luchse halt weniger werden. Wir müssen gucken, ob man die Luchse so kriegen, weil alleine gegen Luchse zu kämpfen ist machbar, Leute. Aber wenn dann noch andere Tiere dazu
Hoppmann, Lied, wir brauchen deinen Panzer. Oh Mann, man kriegt nur weiches Leder. Oh, wir brauchen nur ein... Oh nein! Oh Mann, ich war nur ein Lutzkörner. Ob man nur ein Panzer. Boah, man Panzer brauche ich nur. Alles ist so nervig, dass man hier fand. Weil noch zwei habe ich jetzt noch, hoffentlich viel kriege ich von den zwei noch einen. Hoffen wir mal, dass wir für den Fall noch was kriegen. Leider nur weiches Leder, Leute. Warum ist es so schwer, Lutz? Ich dachte schon, dieser Vogelmensch sei uns nervig. Oh, super, super, Leute. Mann, oh nee, da müsst ihr mich wieder nerven. Oh Mann. Oh Mann. Okay, Luchse werden schwer. Um noch die Luchsfangzähne zu kriegen, ist echt schwierig, Mann. Extrem schwierig. Muss man sagen, Leute. Extrem schwierig.
Oh Mann, es ist wirklich nervig. Es ist extrem nervig. Mann, die waren halt ein Speichel, Digga. Oh, Alter, mich. Leute, ich glaube nicht, dass man noch Luchsfangzähne farmen können, Leute. Glaube ich nicht, Leute, weil. Ob man die farmen können, Leute, wird schwierig. Dann hätte ich fast sagen, machen wir die Mission noch fertig. Dass man noch ein bisschen leveln hat, vielleicht kriegt man noch ein paar Aufgaben noch danach. Okay, sind es. Okay, sie jagen. Ich muss mich verstecken. Hey, warum konnte ich? Junge, Cassandra wird langsam eine Mega-Fighterin. Aber die Banditen müssen wir hier weglassen von mir. Auftrag erledigt. Okay. Oder hat sich jemand verbuggt in dem Spiel? Was?
Und los. Okay, in diesem Hügelland. Mit dem diesem Hügelland hier mit dem Pferd zu reiten. Boah, Alter, Leute, Mann. Alter, hier mit in diesem Gebiet hier mit. Ne? Aber man kann eins sagen, Leute. Sie wird Tiere haben, Leute, die Jägerin. Das muss man sagen, die Tiere wird hier geben. Viele und nicht wenige, glaube ich. Es wird auch so Essen wird sie bekommen hier in dem Gebiet, Leute. Weil durch das, dass wir die Banditen jetzt weg haben, ist es ja ein kleines Vorteil, Leute, mit den Banditen. Du bist zurück! Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Nimm dies als Dank. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich mache keine halben Sachen. So, Leute, jetzt täte ich aber fast sagen. Wir gucken mal in dem einen Gebiet noch mal, wo man kaufen kann. Wo war das noch? Alles war hier, glaube ich, in dem Gebiet hier. Wenn ich sage, Leute, gucken wir vorher mal noch hin. Vielleicht gibt's was Billiges. Vielleicht gibt es aber. Wir haben halt leider nicht viel. Wir haben halt wenige von denen. Das ist halt der einzigste Nachteil. Und wir haben von denen Dinge nicht viel. Und dort ist auch irgendwo noch ein Ding. Wenn man auf die Karte gucken später, wenn man dann gekauft hat, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, Wolfsbau zu finden. Weil ein Pool ist, versteckt sich ein Wolfsbau. Vielleicht findet man es auf der Karte und wenn man in der Nähe einen schnellen Reisepunkt, vielleicht ist er. Können wir mal gucken, vielleicht, wenn man sehen, das Wolfsbau. So, sozusagen, schauen wir es einfach. Ja. Oh ja, Mann, wieder. Aber es waren schon nicht schlechte Kämpfe, was wir haben. So. Jetzt gehen wir mal noch zu unserem Freund, Leute. Schauen wir mal, ob wir was finden. Mit 14 ist es schwer, aber ich glaube, wir können ja hoffen, wir hoffen mal, Leute. Ah, meine Freundin, du beglückst mich wieder einmal mit deiner Anwesenheit. Ich bin geehrt. Du vergeudest deine Schmeicheleien an mir, Sargon. Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen zum Lächeln zu bringen. Vor allem in solch schwierigen Zeiten. Was hältst du von dem Krieg? Für die meisten gehört Krieg zum Leben. Wenn wir uns nicht gegenseitig töten, kämpfen wir gegen andere. Also unterstützt du keine der beiden Seiten? Natürlich nicht. Ich profitiere nicht vom Krieg. Eine Seite zu wählen verringert nur die Zahl meiner Kunden. Ein kluger Händler bleibt bei solchen Konflikten neutral. Es ist weise, sich aus dem Konflikt rauszuhalten. Sargon weiß nur, dass er überlebt, egal wer gewinnt. Vergiss es. Zeig mir einfach, was du hast. Okay.
40. Wow. Nee, Leute, leider gibt's heute nichts. Es ist schade, Leute, dass man nichts kann, aber jetzt können wir nur noch gucken. Aber hier sind wir irgendwann, machen wir noch hier. Okay, Leute, hier ist noch ein Söldner. Wenn hier noch ein Söldner ist, Leute, was heißt das? Wir greifen den Söldner an. Wir wollen natürlich wieder ein bisschen nach oben kommen mit dem Söldner. So würde ich mal gerne. Wir wollen noch ein bisschen Söldner noch ein paar angreifen und so ein bisschen hell angreifen. Das wäre natürlich unser Ziel. Eine der Stärken, die Nummer 1 der Söldner wollen wir werden. Nummer 1. Ja, wir wollen es schaffen, Leute, auf Platz 1 zu kommen. Das wäre mein Ziel, wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen, wäre es natürlich mega, wenn wir hier. Ah, ja. Wir müssen halt fast, wenn wir auf dem neuen Beat sind, müssen wir immer gucken, greifen wir an? Ja, wenn wir angreifen, gut. Ja. Und das machen wir jetzt, Leute. Hier in Delphi waren wir auch lang nicht mehr, Leute, in Delphi. Irgendwo hier ist auch noch. Alter Mann, ich wollte gerade einen eliminieren und dann immer beide. Paar mehr. Aber Leute, ich würde sagen, dann machen wir, ich denke, beim nächsten Mal weiter, Leute. Somit da wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis demnächst.